ASG Bildungsforum. Guten Morgen, hier ist Himmel und Erde aus Düsseldorf, heute mit Hartmut Mühlen. Ja. So sieht es aus. Das ist das Weihnachtspapier der katholischen Kirche in Düsseldorf. Und die das hier ausbreitet, ist Beate Plenkers-Schneider. Sie hatte im vergangenen Jahr mit anderen zusammen die zündende Idee dazu. Auch in diesem Jahr wird das Papier wieder angeboten. Es ist sehr schön bunt, es ist modern, sind dann aber auch die klassischen Sterne dabei und dann eben die ganzen markanten Gebäude in Düsseldorf. Sagt Ingrid Frunzke, die ganz begeistert war, als sie das Geschenkpapier entdeckte. Das ist ein so individuelles Weihnachtspapier, das habe ich vorher noch nie gesehen. Das Besondere an diesem Geschenkbogen, es ist beides, Stadtplan und Weihnachtsgeschichte. Man könnte auch sagen, es ist ein Suchbild. Beate Plenkers-Schneider weiß, dass man sich Zeit nehmen muss, um alles zu entdecken. Wie viele Engel findet man auf dem Papier? Wie viele Kamele sind auf dem Papier? Wie viele Kerzen? Wie viele Tannenbäume? Wie viele Geschenkpäckchen? Es hat viele Leute gegeben, die wirklich angefangen haben zu zählen, aber es war nicht ein einziges Ergebnis das Richtige. Der wichtigste Ort ist natürlich der Stall mit der Krippe. Die Krippe befindet sich dort, wo auch fast alle Düsseldorfer auf dem Weihnachtsmarkt jedes Jahr die Krippe sich anschauen, nämlich am Rathausplatz. Das Papier ist noch auf andere Weise besonders. Auf der Rückseite findet man die Weihnachtsbotschaft »Gott kommt mitten ins Leben« in 18 Sprachen. Wir haben ja im Vorfeld natürlich auch dafür gesorgt, dass die Sprachen richtig geschrieben sind. Ganz wichtig vor allen Dingen im Arabischen, weil wenn da auch nur eine Lücke falsch ist, dann bedeutet das etwas anderes. Und haben uns da wirklich an die verschiedenen Gemeinden hier in der Stadt gewendet, beziehungsweise an Konsulate. Also ein Papier Obi et Orbi. Bestellen kann man es für 1,50 Euro per Mail an weihnachtspapier@katholisches-düsseldorf.de, weihnachtspapier@katholisches-düsseldorf.de. Die Bögen können dann im Maxhaus in der Schulstraße abgeholt werden. Vielleicht macht der eine oder die andere eine ähnliche Erfahrung wie Ingrid Frunzke. Ich habe 90% meiner Weihnachtsgeschenke da reingepackt und alle, die beschenkt wurden, die haben also mit großer Freude geguckt, was es da alles so gibt. Übrigens, hier noch ein Veranstaltungstipp der katholischen Kirchen in Düsseldorf. Passend zum Weihnachtspapier gibt es am kommenden Mittwoch ein Konzert mit Advents- und Weihnachtsliedern mit Chören aus den internationalen Gemeinden und Missionen im Großraum Düsseldorf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Kaiserswerther Basilika St. Suidbertus. Weihnachtsmusik aus aller Herren- und Frauenländer am Mittwochabend in Kaiserswerth. ASG Bildungsforum.